heute hier mit dem Nikolai Bikebauer Team, mit Daniel Jahn und Marcel und Benjamin von Bike Components. Und wir werden heute die Aachener Trails fahren, unsicher machen. Ich hoffe, du hast Spaß. Ja, hoffe ich auch. Oh, dann lass mal losfahren, oder? Mal los. Das war ursprünglich wirklich mal die Idee. Wie bist du eigentlich so fit? Was machst du denn wieder die ganze Zeit? Immer schön durch Schlamm fahren. Ja, so wie jetzt gerade, ne? So wie jetzt gerade. Oder auch manchmal, wenn es mehr regnet. Was sind deine Lieblingsspots? Also fährst du nur gerne? Lieblingsspots? Eigentlich bei mir hinterm Haus. Das, was ich selber gebaut habe. Aber ich fahre auch mega gern Sachen wie hier, die ich noch nie gesehen habe. Und dann auf Sicht. Ja, dann fahr doch mal vor jetzt. Okay. Was machen denn die Nikolai Bikebauer eigentlich? Wer sind das? Die Nikolai Bikebauer. Das ist das Werksteam quasi von Nikolai. Thomas van der Brüggen ist der Teamchef. Wie lange bist du schon dabei eigentlich? Eigentlich fast seit Anfang an. Thomas hatte zwei, drei Jungs, den Sven und den Ralf Schmelling. Und dann haben wir uns mit Nikolai gedacht, Mensch, der macht ein cooles. Der macht das gut. Da stecken wir mal Daniel mit rein und dann haben wir das richtig angefangen zu machen. Wann war das ungefähr? Oh, ich denke 2008. 2008. Wenn ich hier oben los war, ist Daniel quasi schon unten. Das ist der Wahnsinn. Einer muss mal anfangen, weil ich überlege auch noch nicht mehr. Einer muss was? Trittst du mich gerade voll? Ja. Das ist, sag mal, du trittst aber auf die Rahmen. Vom Prinzip her ist das quasi genau das Vollspritzen. Bloß da sagt man im Fachbegriff Pulvern zu. Die Farben kann man als Custom-Farbe stellen, wir können machen alle Farben quasi querbeet. Aber ich habe theoretisch jede Farbe, also wenn ich jetzt eine crazy Farbe haben möchte, kann ich mir die bestellen, dann machst du mir die. Mhm. Vom Deutschen Meister gemalt. Persönlich gemalt, okay. Ja. Voll die Rod. Sag mal, Daniel, was war in letzter Saison dein Highlight? Mein Highlight ist eigentlich immer jedes Rennen. Jedes. Aber eigentlich jedes Rennen. Ich fahre da gerne hin. Aber ich glaube, du spielst da eher auf die Deutsche Meisterschaft vom Downhill. Hast du Deutscher Meister? Hast du deswegen die Fahnen da auf deinem Trikot? Ja. Tabat war die Deutsche Meisterschaft. Und da habe ich die Deutsche Meisterschaft im Downhill gewonnen. Auf dem Enduro-Bike. Auf dem Enduro-Bike. Findest du, dass die Geometrie, also die sagen wir mal, progressive Geometrie, einen Vorteil bietet bei solchen Downhill-Rennen, wenn du ein Enduro-Bike fährst? Bei den Deutschen, auf den deutschen Rennen. Die sind nicht so krass abfahrtslastig, da ist man mit einem Enduro-Rad oft besser dran, weil du aus den engen Ecken schneller raussprinten kannst. Das ist wendiger. Und die Geos, die wir bauen, machen halt das Downhill-Fahren genauso. Macht das Enduro-Rad das Downhill-Fahren genauso gut. Jetzt die Teil kaputt, ja. Ich hatte nur auf einem Rad, ne? Dann fahren wir doch. Ah, der Wheelie King kommt, der Wheelie King. Ja, wenn schon. Auf die MS Nikolai, der sich nur gekauft, damit er Wheelies machen kann. Hier rechts, 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 rechts. Ich fahr wieder hoch. Letzte Trail des Tages. Juhu! Sauber! Okay. Die Schlammrutsche, by the way, ne? Die Schlammrutsche. Schlammrutsche. Warum bist du so schnell, Mann? Ich kann dir den Schwellen nicht mal. Sauber. Mega. Wahnsinnig schnell, Alter. Cool. Danke. Du bist doch Deutscher Meister, ne?
Ja, muss man ihm lassen. Im Downhill. Ja. Wir haben ja fast das gleiche Fahrrad, ne? Das ist ein ganzes Gelb. Hast du wahrscheinlich selbst lackiert, ne? Das habe ich mal selber gemacht. Welches Modell ist das jetzt gerade? Das ist das 54 in M. Bin ich eigentlich ein bisschen zu groß für, sagen so die meisten, aber ich habe es lieber ein bisschen verspielter und dann habe ich mehr Spaß auf dem Fahrrad und fahre lieber. Was steckt so unterm Schlamm? Unterm Schlamm habe einen Carbonlenker von Level 9. Du bist doch früher immer Alu gefahren, hast du mir mal gesagt. Ja, dann hat mir Christoph hat mir den Carbonlenker gegeben, hat gesagt, fahr doch den mal und dann habe ich keinen Unterschied gemerkt. Und warum soll das schlecht gutes sein? Zeichen, gutes Zeichen. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Hast du einen Lieblingspart am Teil? Am Bike? Also ich habe einen Bekannten, der baut Steuersätze, der Robert Köhn. Und die Steuersätze sind von Reset. Von Reset, ja. Und von dem fahre ich natürlich auch die Steuersätze. Und ich fahre Reifen vom Continental oder Handschuhe. Ich wäre froh, dass du Conti-Reifen hattest, Schlammreifen. Genau, weil dann hatte ich heute einen schönen Mattkegel für den ganzen Schlamm. Genau das Richtige für das Wetter. Ja. Ja. Wollen wir jetzt mal Burger essen gehen? Oh, Burger. Ja. Geil, das geht gut. Geil. Kommt, das geht gut.